Hallo und willkommen zurück zu der dritten Folge Bus Simulator 18 mit den zwei Plebs, Twexi und Quator. Ja. In der letzten Folge haben wir einen Passanten umgefahren, haben ein paar Autos durch die Gegend geschoben und jetzt haben wir den nächsten Stadtteil freigeschaltet. Und ja, da müssen wir jetzt eine große Strecke bauen. Twexi, was kannst du machen? Ja, mit den tollen Südspeichen, zwei Stück von Neopel und Siegwalden. Und zwischenzeitlich kann ich noch sagen, wir haben ein paar Mods installiert. Zum Beispiel sieht man jetzt hier den schönen Flixbus. Hashtag, wir kriegen keine Werbung, kein Geld dafür. Nee. Oh Gott. Und zum Beispiel Deutsche Bahn mit ein paar anderen Sachen drin. Und ja, so sehen die Busse wenigstens ein bisschen interessanter aus, finde ich. Fahren wir hier Siegwalden, dann können wir hier durchfahren und dann sind wir in Oakville. Dann haben wir aber 8 Haltestellen. Warte mal, was sollte ich nochmal machen? Also ich weiß, mindestens, 2 Oakville. Mindestens 7 Haltestellen. Okay, 2 Oakville und 2 Siegwalden und nee, der Rest. Maximal 7, Entschuldigung. Okay, Beispiel, also. Du kannst zum Beispiel Ostspeicher. Okay, warte, dann nehme ich. Dann ich nehme eine Speiche raus. Ja, dann nehme ich. Moment, ich mache das nochmal neu. Also, wir starten in der Südspeiche, gehen zur Ostspeiche, in die Westspeiche, das heißt, wir fahren einen kleinen Umweg. Dann Siegwalden-Lido, Siegwalden. Ich würde das einfach anders machen. Wie würdest du es machen? Wir starten Ostspeiche und gehen dann sofort zur Westspeiche. Und dann fahren wir sofort da hinten rein. Könnte man auch machen. Ja, gut, Ostspeiche, Westspeiche, Siegwalden-Lido, Siegwalden, Oakville-Zentrum und Oakstraße. Und würde ich sagen. Oder Oakstraße? Obwohl, wir können ja 7 Stück, ja. Ja, wir können ja Oakstraße und Altes Sägewerk. Ja, ich würde sagen, machen wir das so. Ja, speichern. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Und es ist... Jetzt sehe ich die Ziele. Uns die Genehmigung. Genau, fahre die Strecke im Rundfahrtmodus. Hoppala. Ja, dann machen wir das, ne? Bei mir hat sich gerade Teamspeak im Vordergrund geöffnet, ich weiß aber nicht warum. The fuck? So. Koopfahrt, wie muss ich jetzt drücken? Warte, das kann ich kann auch aufmachen, ne? Hier, schnelle Strecke, glaube ich, ne? Der erste Spieler muss nur an den Schlüsselhaltestellen der Rundfahrt halten, die anderen. Glaub, oder? Warte mal. Wie geht es nochmal, dass man hier starten kann? Koop-Start starten und steht unten. Wo? Ja, unten hast du, wenn du die. Habe ich halt Fahrt starten und Koop-Fahrt starten. Ah, hier, warte. Koop-Fahrt starten. So. Dann musst du Konvoi-Mission anhaben. Dann musst du. Warte, irgendwo war das doch. Sonst frage ich mal Onkel Google. Warte mal. Der erste Spieler muss nur an den Schlüsselhaltestellen der Rundfahrt halten. Die anderen müssen an jeder Haltestelle. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass das irgendwo ging. Also im Singleplayer zumindest. Entschuldigt. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin zu doof dafür. So. Eine Rundfahrt, Alter. What the fuck? Von bei ewig. So, Schnellfahrtmission. Welche Multimission? Der erste Spieler, ja, das kenne ich ja schon. Also müssen wir schnelle Strecke machen? Dann müssen wir wahrscheinlich Schnellfahrtmission. Ja, der eine fährt nur an die Schlüsselhaltestellen, der andere muss an jeder halten. Ach du Kacke. Und wir dürfen uns nicht in die Quere kommen. Ach doch, das geht. Okay, wer fährt Rundfahrt? Wer fährt alles? Mir ist egal. Das Ding ist, bei Rundfahrt musst du zurückfahren. Das heißt, du fährst dann nochmal den ganzen Weg zurück. Ich fahre Ostspeiche an. Ich fahre Westspeiche an. Siegwalden-Lido. Siegwalden. Siegwalden-Lahrstraße. Ich fahre eigentlich dieselben Haltestellen an. Nee, du machst Ostspeiche. Westspeiche, Siegwalden-Lido. Siegwalden. Zentrum. Ja, stimmt. Ja, Zentrum. Ostspeiche. Und Sägewerk. Und ich würde nur Ostspeicher und Sägewerk ansteuern. Sicher? Oder andersrum. Du, die beiden und ich, den. Weiß ich nicht.
starte einfach mal, wir gucken mal. Ja, starte einfach mal schnelle Strecke. Na, Rundfahrtmodus, warte mal. Fahre die Anschlussstrecke, Ostspeicher, altes Sägewerk. So. Wenn ich da jetzt drauf gehe, Kopfhart starten. Nee. Ja gut, mach, start du einfach mal. Mit schnelle Strecke. So, ich nehme mal Flixbus. Genau. Ich fahr mit meinem anderen. Mit meinem schönen Setra. So. Ich starte bei Siegwalden-Lido. Ah, okay. Und du so? Ostspeicher. Ostspeicher. Ja, dann fahren wir wahrscheinlich echt nur Schlüsselhaltestellen oder so. Keine Ahnung. Oder ich fahre jetzt nur einen Teil und du fährst alles. In den nächsten halt. Lido. Eva, habe ich jetzt gerade wieder ein richtig schönes Problem. Was los? Kannst du wieder nicht D drücken? Also wir sind am Pad 7. Man sollte auch mal die Türen öffnen, ne? Schließen. Richtiges Holz, ey. So, alle drin? Also, es sind zwei. Nein! Oh, ich wäre fast in den Schlagloch reingefahren. So, ja, hier ist schöne 70er-Zone. Was wieder? Alter, du musst bei Siegwalden musst du aufpassen, das sind zwei Schlaglöcher. Ja, ich muss erst mal gucken, dass ich den scheiß Bus ankriege, irgendwie will er nicht. Obwohl ich man sollte auch mal... Ist Feststellbremse an? Ja, man sollte auch mal E drücken, dass er angeht, ne? Ja. Oh, wahrscheinlich gerade eine Person umgefahren. Wahrscheinlich. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ich habe gerade 900 Euro abgezogen bekommen, ich habe wahrscheinlich irgendwas Böses gemacht. Weiß aber gerade echt nicht was. Gut abgesenkt, sehr schön. So, alles einsteigen. Anscheinend will nur der eine einsteigen. Na gut. Tschüss. So. Eine Tageskarte, na gerne doch. Dann wieder Rückgeld. Noch irgendwer? Die anderen fahren wahrscheinlich mit dem nächsten Bus. Jo. Ne, das Konzert im alten Sägewerk habe ich nicht gesehen. Oakville. Tentrum. Auch wenn sie alleine hier im echt wirklich nur. Auch wenn sie alleine hier im Bus sitzen, sie können ruhig ihre Musik leise stellen. Ach. Ein Rad hat den Randstein berührt. Upsala. So. Ja, du fährst, glaube ich, wirklich die ganze Strecke und ich fahre nur einen Teil. Nö. Ich bin auch Speicher angefahren, jetzt muss ich nach Siegwalden fahren. Naja, und ich bin halt in Siegwalden gestartet. Das macht dann doch schon ein bisschen den Unterschied. So, nächste Haltestelle, Oakville Zentrum. Genau pünktlich, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So. Na klar, könntest du eine Fahrkarte haben. Und nicht mal Rückgeld, nice. Oh, ich hab einen Schlagloch. So, alle da? So. Das Vorwort gelernt. Ich kann mir reden. So. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Ja, heul nicht. Huch. Ein Rad hat den Randstein berührt. Ich hätte einfach zu sagen, Bordstein. Mann. So, Oakstraße.
absolut pünktlich. Danke sehr. Absolut pünktlich, kein Problem. Bis dann. So. Eine Fahrkarte bitte. Ja, Tag, Standard. Danke. So, bitteschön. Der Rest ist auch drin. Also bei mir kommen Stein. Bei mir steigen kaum Leute ein. Ja, bei Sigwalden sind Schlaglöcher, musst du aufpassen. Ja, hab ich auch gemerkt. Ein bisschen zu spät. Altes Sägewerk. Ah, noch ein Schlagloch, aber da bin ich nicht drüber gefahren. Echt? So, altes Sägewerk. Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Ach, jetzt Maul, Alter. Du kommst, bist gar nicht so lustig, du kommst rüber wie ein langweiliger NPC. Alter, was sind das denn für Dialoge? So. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Naja, so. Altes Sägewerk. Hier wollen jetzt wahrscheinlich ein paar Menschen Party machen. Altes Sägewerk. Perfektes Timing, aber keine gute Halteposition, glaube ich. Ja, endlich haben sie auch Busanbindung, Mensch. So, beim alten Sägewerk musst du aufpassen. Okay. Weil da ist keine Haltestelle Einfahrt. Aber du musst trotzdem rechts ranblinken. Also die Haltestelle ist sozusagen auf der Straße. Alles klar. Merci beaucoup. Boah, Alter. Und nach dem alten Sägewerk auch aufpassen, da ist ein Schlagloch. Alles klar. Ich bin wieder viel zu schnell. Am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Hoppala. So. Muss ich schon abbiegen? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch wurscht. Ich glaube, ja, okay. Ja, ich mache alles richtig. Wo musst du vom alten Sägewerk jetzt wieder zur Ostspeicher? Ja. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Was musst du jetzt machen? Immer noch normal fahren, ne? Ich bin jetzt unterwegs. So Richtung Sägewerk unterwegs. Okay. Ja, und danach muss ich wieder nach... Danach muss ich wahrscheinlich wieder zur Ostspeicher fahren. Könnte sein. Und das ist nicht gut. Okay, ich muss rückwärts fahren. So, zum Glück keinen mitgenommen. Oh. Sag mal ganz kurz mit dem Bordstein. Oder auch nicht. Okay, nice. So, gut gewendet. Mensch. Das ist ja klasse. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ah, ich hätte zwar noch 2 Minuten Zeit gehabt, aber egal. Ja, ich habe noch 3 Minuten, um an der Haltestelle anzukommen. Also wir kommen sie sicher entgegen. Und die Autos laggen hier so ein bisschen rum, könnte an mir liegen. So ein bisschen. Nächster Halt, Sigwalden, okay. Sigwalden? Mhm. Das heißt, du fährst wieder zurück, oder was? Ich fahr jetzt wieder zurück. Okay. Boah, geil, vollen Schlag noch rein. Der Bus hat ja auch kaum Kraft aufwärts. Okay. 38 km/h. Auch gut. Boah, auf der Alter. Was ist denn hier los? Ganz viele Autos. Hey, lange nicht gesehen. Wird dich sicher gleich sehen. In Sunny Springs. Komm jetzt nämlich. Ah ne, ich muss zur Augstraße anscheinend. Jo, da habe ich ja sau viel Zeit noch. Da kann ich Fahrkartenkontrolle machen. Ups, Schlagloch. Oh, ich habe auch schon gebremst, Mann.
Ah, ich warte mal noch. Jetzt reinblinken. Ja, nimm mir halt die Vorfahrt, du behindertes Arschloch. Da steht ein Blitzer. So. Ich bin viel zu früh. Deswegen kann ich jetzt gleich Fahrkartenkontrolle machen. Ja. Absolut pünktlich. Gerne doch. Ich brauche so, 280. Nehmen wir mit. Und nochmal eine Start. Bitteschön. So. Hier ist und hier ist der so, machen wir Fahrkartenkontrolle jetzt. Fahrkarte. Was? Was? Hier, bitte. Aha. Hm? Na klar. Hier, bitte. Mhm. Okay. Alle haben eine gültige Fahrkarte, aber ich habe auch kaum Fahrer gefühlt. Du meinst Fahrgäste? Ja. Da. So. Und jetzt wieder nach Oakwood Zentrum. So, das muss ich wieder eine Tastatur lenken. Opla. Da habe ich wahrscheinlich gerade eben eine Laterne mitgenommen. Ups, und ich habe vergessen, den Blinker zu setzen. Egal. Ah, nächste Haltestelle, Ostspeiche. Das ist die Endstation. So, ich kann ja jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, das kriegt ordentlich Abzug, weil ich mal wieder richtig gut fahren kann. Nice. So, da lässt mich noch raus. Sehr gut. Nächste Halt, Siegwalden. Anscheinend muss ich jetzt alle wieder zurück anfahren. Du fährst echt nur ein paar Schlüssel-Dinger. Weiß nicht, wie die das hier geregelt haben. Muss ich wieder aufpassen wegen Schlaglöcher. Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, Mann, ich bin doch gerade eben vom Tempo noch runtergegangen. Sehr gut. Vollen Schlagloch rein, super. Junge, wir sind gerade erst losgefahren. Hättest vorher überlegen müssen, ob du pinkeln musst. So, ich nehme mal kurz den Autos hier, die Dings. Vorfahrt. Alter Junge, ich fahr gerade echt wie so ein Bekloppter. Das glaube ich dir. Ich weiß auch nicht, warum die immer zweimal die Stops ansagt. Weißt du, immer wenn du losfährst von der einen Haltestelle und wenn du an der einen Haltestelle wieder ankommst. Ja, das weiß ich nicht. Verstehe ich noch nicht. Danke. Kein Problem. Nächster Halt, Siegwalden. So. Und jetzt Siegwalden Lido. Lido. Hier geht's mal wieder nicht voran. Hier stehen sie auch. So, die wollen alle nach rechts und ich bin der Einzige, der nach links muss. Na super. Ja. Ich wollte dem gerade ausweichen. Na hier super. Hier sollten viel mehr Ampeln sein. Ich glaube, die sind hier alle behindert im Kopf. Ja, ich bin auch behindert im Kopf. Das muss, jetzt musst du mal meine Sicht zeigen. Ach du Scheiße. Ich werde mir auf jeden Fall alle Folgen genau angucken und so schneiden, dass da Interessantes am Laufen ist. Quetsch, Junge. Quetsch. So, wieder mit der Seite. Oh Gott. Okay, also ich komme. Bitte? Erzähl du. Ich werde in der Mitte oben zeigen, welche Sicht gerade aktiv ist. Alter, Junge, ich habe gerade etwas mitgenommen vom Auto, vom anderen Auto. Das wird teuer werden. Also ich glaube, wir kommen dann am Ende jetzt wie am Ende von Folge 2 mit 8000 vielleicht rum. Aber das war gerade echt beschissen an der Kreuzung. Okay. Ich habe halt eigentlich habe ich jemanden vor die Vorfahrt genommen, aber ich denke mir so, I don't care. Ist der wirklich neu? Oder nur frisch lackiert? Der ist nur frisch lackiert, der Bus. Alles gut. Huch. Student. Bitteschön.
Sehr gut, du lässt mich noch raus. So, wie lang brauchst du noch? Gefühlt circa 30 Sekunden. Ui, ja, ich fahre jetzt 3 Minuten 50. Ups, und hab noch ein Schlagloch mitgenommen. 3 Minuten 30 habe ich noch, aber ich bin gleich schon am Ziel. Ich weiß natürlich. Ja. Passt. Ich werde jetzt noch Ewigkeiten. Alter Junge, ich nehme die ganze Zeit Schlaglöcher mit. Das wird nicht gut werden, die Fahrt wieder. So, möchte jemand rum, ja. Steht's am Kreisverkehr und ich muss warten. Okay, ne, ich kann. Anscheinend rum. Genau pünktlich. Oh, nee. Du hast deine Strecke beendet, warte auf deine Mitspieler. Ja, auf mich kannst du ewig warten. So. Blinker korrekt gesetzt. Oh, man baut doch mal Ampeln ein, Mensch, Entwickler. Sollen wir wieder zumachen, viel zu laut. Eieiei. Die sind halt nur Kreuzung, weißt du? Gefühl, die sind kaum Ampeln. Also eigentlich sind ja gar keine Ampeln. Gesundheit. Schnauze. Weiß. Das hätte ich sagen müssen. Hey, wir haben eine Strecke gefahren und dann ist gleich die Aufnahme wieder vorbei. Echt jetzt? 22 Minuten. Ja, dann fahren wir nochmal eine kleine Strecke, würde ich sagen. So, ich bin jetzt an der Westspeiche, bin gleich da. Ich will gleich nochmal Fahrkartenkontrolle machen. So. Wir weiß nicht, wie du hier hinten gelandet bist. So. Dann noch gleich zur Ostspeiche. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt so einen großen Umweg fahren muss, aber wahrscheinlich, weil es hochgeht. Ostspeiche, das ist mein Anfangspunkt. Der ist in der Stadt. Ja. Das bedeutet, wie lange musst du jetzt noch fahren? Weiß ich nicht, kann ich ja nicht sagen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt noch über eine Minute Zeit, das heißt, ich werde jetzt nochmal, schnell Fahrkartenkontrolle machen. Von einer Person. Ja, bei der andere hat ja gerade eine gekauft. Wow, also ich habe echt viele Fahrgäste. Nein, ich werde nur schließen, Mann. Ich hatte auch nur 2 oder 3. Alle Türen zu. Ist dir zu? Natürlich nicht. So. Okay, Ostspeicher ist echt anscheinend so ein großer Umweg, weil es da hoch geht. Hoffe ich jetzt einfach mal. Boah. So, lassen die mir die Vorfahrt? Nee. Der lässt mir. Der ist nett. Und Schnelltastatur. Oh. Ups. Das wird trotzdem Geld kosten. Nice. Man merkt, ich bin super Busfahrer. Also man könnte hier auch echt einfach mal Ampeln einbauen. So, das muss ich jetzt wieder mit Tastatur lenken. Ja, ich nehme noch mal alles mit. Was denkst du, wie viel Plus machen wir? Ich sag gar nichts. Gefühlt. Bitte? Ich sag, wir machen jetzt gefühlt gar kein Plus. Ich weiß es nicht. Ich könnte ja mal versuchen, über die Straße zu laufen, ob ich da irgendwer platt fährt. Oh ne, die halten an. So, ich bin gleich da. Oh, geklingt beim geradeausfahren. Ja, ups. Tut mir sorry. Ich wollte doch eigentlich jetzt... Mann.
Ups. Der Typ hat Rockmusik. Ich habe wahrscheinlich jetzt die meisten Strafpunkte von uns eingeholt. Ja, ich habe auch 2 oder 3. Ich habe 10. Und bist schon auf der Zielstraße? Nee, nicht. Oh Gott. Hui, hui, hui. Ah, ich weiß, warum ich den Kreis fahren musste. Ich hätte doch eigentlich direkt so durchfahren müssen, aber ich muss natürlich auf der rechten Seite halten und nicht auf der linken. Ich seh dich. Ich hab wieder was mitgenommen. Ich weiß, du bist an der Laterne hängen geblieben. Mann! Weil ich nicht mit meinem Lenkrad hier lenken kann. Weil mein Lenkrad nicht so weit, irgendwie nicht so weit ziehen will. Zumindest in dem Spiel nicht. Moin! Was machst denn du da? fast angefahren. So. Oh, ich muss doch mal zur Festspeicher runterfahren. Ja, ich fahr mit, ja. Kannst mitfahren. Mach ja jetzt auch. Ah ja. So, guck mal, was macht denn der Vollidiot? Fahr doch. Ne, der wartet jetzt. Was stinkt denn hier so? Ja, du. Ja, du wahrscheinlich. Na, dann schau mal, ob hier irgendwo Müll ist. Ha, ist das ein schöner Bus. Nö, hier ist kein Müll. Okay. Ha, mein Bus bleibt einfach stehen. Tschüss, Bus. Ja, vor allem bei mir. Ich fahr durch jedes Schlagloch durch. Was machst denn du jetzt? Ich hab nichts gemacht. Was denn? Dieses Aussehen. Guck, was der. Hörst du das, was der für eine krasse Musik hört da vorne? Nö, jetzt gerade nicht. Hallo. Möchten Sie einen Staubsauger kaufen? Letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Oh, ich hab doch Müll gefunden. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans so nice. Krator. Wollen Sie mal weiterfahren, Sie Idiot? Jetzt fährt er echt weiter. Fahren mit verriegelten Türen. Warte, entsperr die Tür wieder. Mach ich. So. Du Sack. Gut, jetzt habe ich übrigens 14. Wahrscheinlich, also über 14 wahrscheinlich. Ja, minus eine Minute kann man ja mal machen. Du musst nochmal fahren, oder? Ist das deine Endstation? Ja, ja, ich muss nochmal fahren, Alter. Wo soll ich denn hin? Junge, was muss ich denn hier für eine lange Strecke fahren? Hier. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Siegwalden. Jetzt geht's wieder nach Siegwalden. Alter, Junge, was muss ich denn noch für eine Strecke fahren? Na, endlich. Ja, wahrscheinlich, weil ich von Siegwalden gestartet bin, ne? Richtig. Du hast echt nur die Schlüsselstation angefahren? Und ich mach wirklich den kompletten Rundkurs ab Siegwalden. Ja, und dann muss ich nochmal nach Siegwalden, ne? Das ist ein Rundkurs, also wenn wir dies auf jeden Fall dann gleich... Ich glaube, ich werd krank. Diese lange Strecke werden wir nachher einen Mitarbeiter von uns übergeben. Ja, ja, auf alle Fälle. Also zumindest als Rundkurs ist diese Strecke ziemlich lang. Zieh links dran vorbei und dann rechts rüber. Nee, ich hab genug Zeit. Links hier müssen wir vorrat gewähren lassen. Ja, fahr raus, die halten schon an. Links kommt keiner. Der steht. Oi, 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 ich wollte gerade schon sagen. Oi, oi. Ja.
Man merkt, mit diesem Lenkrad kann man echt gut umgehen. So, volle Pulle. Blinker korrekt eingesetzt. Ja, du mich auch. Kommt hier einer? Nee. Was ist denn das für eine Dame Schnecke? Uiuiui. Mann. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Sie haben meine, hab ich ihn schon. Wie oft? Ich hab ihn. Es reicht lang. Irgendwann reicht's. Es reicht langsam. Der ist bestimmt froh, dass er jetzt aussteigen darf. Der darf ruhig hinten aussteigen. Jetzt lass mich rein, rausgehen. Oh Gott. Ach, komm zu. Aber immer noch 3,5 Sterne, ne? Level 5. Wir haben ein neues Werk bekommen, Mann. Geil. Okay, kommst du dich kurz zu den Arbeiter? Oh, Rundfahrtmodus ist nicht, okay, das muss man, glaube ich, alleine machen. Was? Hier mit dem Rundkurs, weil das wurde jetzt nicht angenommen. Warte mal. Haben wir Geld für einen kleinen Bus? Ja, glaub schon. Für 120.000. Sehr schön. Lass mal einen neuen einstellen. Und der fährt dann einfach die Ostspeicher. Das Ding ist, wir müssen die Strecke auch nochmal fahren, ne? Als Rundkurs. Ja, aber das müssen wir dann anscheinend irgendwie im Singleplayer machen oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir können gleichzeitig die Strecke fahren, aber irgendwie auch nicht als Koop, sondern. Weißt du, wie ich das meine? Du fährst ja dann trotzdem für die Firma. So, Miriam hat nicht eine Folge vom Winter der Leidenschaft verpasst. Probiert gern Neues aus. Ist in Seaside Valley aufgewachsen. Oder Hubert Bilger spielt Schlagzeug in einer Rockband. Erforschte man eine römische Katakombe. Kann mit nur einer einzigen Linie eine Karte zeichnen, Katze zeichnen. Lieber Miriam. Ja. So, gibst du dir die schön lange Strecke, wenn du willst. Mach ich. Aber wenn du willst, können wir die auch nochmal fahren. Weil, warte mal, wenn ich jetzt alleine Fahrt starten. Genau. Wenn ich alleine, kann ich das nämlich. Ja, dann mach das mal. Okay, dann nehme ich meinen Bus. Jo, ich mach das schon mal. Erstelle eine Strecke mit maximal 7 Haltestellen. Gut. Jo. Du kannst ja auch schon mal alleine fahren. Wenn du willst. Bei Rund. Weil ich mache jetzt eine Rundfahrt, die dauert ziemlich lange. So, okay, ich starte in der Garage. Weil das habe ich so eingestellt. So, also First Person. Kann das mal öffnen. Achso, das muss ich immer. So. Entsperren. Dieser Bus ist so schön. So. Steigen wir mal ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man sollte die Zündung noch drehen, glaube ich. Ja. So, bei mir sieht man jetzt also die Strecke. Die Rundfahrt Ostspeiche nach Altes Sägewerk. Und bei Quattro sieht man jetzt eine neue Strecke. Ich habe keine Ahnung, was für eine. Von wo fährst du? Von der neuen Stadt, die unten ist, nach zur Ostspeicher.
Glaube ich. Okay, das heißt, du fährst den entgegengesetzten Kurs. Aber ich glaube, da können wir uns ja auch treffen, rein theoretisch, ne? Ja, ungefähr. Kann möglich sein, dass wir uns vielleicht treffen. So, ja, du kannst ja direkt die Fahrt starten, ne? Oh, ich muss einmal ganz kurz hintere Tür aus, G gedrückt halten. Achso, Feststellbremse, glaube ich. Okay, genau. So, dann wird das jetzt halt mal eine längere Folge, ne? Ja. Geht's noch ein bisschen Überlänge. Der Wurscht. Extra für euch. Ja. Mal eine Stundenfolge oder so. So, drucken. Huch. Ey. Wird mein Lenkrad nicht bewegen. Während ich Rückgeld gebe. Sonst spinnt das total rum. Mehrere Fahrkarten. Ach Mensch, 3 Tageskarten also. Wollen sie noch mitfahren oder wollen sie nicht mitfahren? Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Kein Problem. Was macht ein Marienkäfer auf ihrem Knie? Tja. So, und dann geht's weiter. Oh, hier sind Ampeln. Das ist schon mal sehr schön in diesem Gebiet hier. Die Abteilbeleuchtung aus. Oh ja, die habe ich aus. Hast du gestern das Konzert im Alten Säge total vergessen anzumachen. Die haben ja echt mal gerockt. Oh, Unfall. Also nicht ich, sondern hier ist einfach so ein Unfall der Stadt. So. Sehr pünktlich. Kein Problem. Hm, schön, holt sich doch einen Hund. Eine Fahrkarte. Eine Tageskarte am besten? Ja, gerne. Danke. So, bitteschön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Sie blockieren die Tür. Alle drin. Mounty hat gestern einen Fisch gefangen. Weiß nicht, wie du hier gelandet bist. Bist ja eingestiegen. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Ich weiß, Sie sind alt, ne? Aber gehen Sie mal bitte von der Tür weg. Dankeschön. So, ich fahre jetzt eine schön lange Strecke nach Siegwalden. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Yep. Hier, mache ich bitte. Gleich an. Augenblick. Also was heißt gleich, wenn wir angekommen sind bei Ach Siegwalden. So. Erst in der Tür stehen bleiben und dann noch keine Fahrkarte haben. Nee. Ich hab keinen Hunger. So, hier müssen wir noch freischalten. Denke ich mal. Ja, echt schön, dich zu sehen. Komm hier durch. Yep. Okay, das sieht gut aus bei mir. Ey, nimmt er mir die Vorfahrt. Mann. Was gibt's immer solche Idioten hier? Hoppala, 2000. Da habe ich wahrscheinlich irgendwie was mit meinem Heck gemacht. Ups, Schlagloch. So. Können Sie mal das Licht anmachen? Yep, mache ich gleich. Ist keine Abteilbeleuchtung? Ja, bitte Abteilbeleuchtung. Geblinkt beim Geradeausfahren, Alter, ich muss hier abbiegen. Pünktlich. Danke sehr. Ich musste gerade einmal die Rampe rausfahren, weil ich einen Rollstuhlfahrer im Bus hatte. So, wo geht's hier? Licht. Auf L. Achso. Die oberen drei Dinger. Oder die oberen zwei. Ah. So, alles ist jetzt an. So, ich habe noch ordentlich Zeit. Und alle sind ausgestiegen, okay. Wo bist du gerade? Siegwalden. Ah, ich bin Lido oder wo in Siegwalden? Lido. Ah, da bin ich auch gleich. Du kommst zu der Gegenspur, oder? Ja. Ja. Nice, dann sehen wir uns. Nächster Halt, Siegwalden. Jetzt geht's nach Siegwalden. Aua, das war ein Schlagloch. Du kommst sicher von... ich seh dich auch, nice. Moin. Das sind auch übrigens Busfahrer im echten Leben, die hupen dann auch so aggressiv. Wenn sie ihren Kollegen sehen. Das ist ja mal mega geil, dass man sich dann so sieht. Das ist nice. Der Multiplayer gefällt mir in diesem Spiel. Der ist mir nicht auch. Schlecht. Mir gefällt er auch. Gut umgesetzt. Oh, Schlagloch.
Egal, ich bin eh alleine. Nächster Halt, Siegwalden. So. Das Schöne ist ja, ich hab bis jetzt sau viel Zeit. So, das heißt, ich kann jetzt mal schnell, weil jetzt wieder welche eingestiegen sind, die Fahrkarten kontrollieren. Aha, danke. Na klar, hier, bitte. Okay, danke. Auch gültig. So. Rennt hier irgendjemand für den Bus? Nö. So. Ich war mal Bank, aber das hat sich dann nicht mehr so ausgezahlt. Ach, halt's Maul. So, Oakville Zentrum. Oh, man darf ja nicht so früh blinken. Blinkt halt erst jetzt. Oh Mist, ich hab vergessen fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Ja, ist doch auch lecker. So. Sie hat vergessen fürs Abendessen einzukaufen, also gibt's halt Pizza, hat sie gesagt. Ja, Pizza ist doch auch gut. Oakville. Eichendorf. Oh, oh. Voll ins Schlagloch rein. Oh, Alter, diese Strecke, ne, die gibt so viel Minus. Mir ist heute nicht nach Arbeit. Und bleib doch zu Hause. Das ist Timing. Ah, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Dann bleib doch zu Hause. Bei mir war heute, er hat irgendwas mit Arbeiten gesagt. Hm. Oh, Rollstuhlfahrer. Auf G standardmäßig kannst du die Rampe ja rausfahren, weißt du ja bestimmt. Ja. In der letzten Folge nee, ich, bei mir ist es mit Pfeil unten. Hans eine Zwillingsschwester hat, Christina. Oh, Feststellbremse. So. Wer hupt denn hier? Bist du das? Nein. Ich bin im Astragon Park. Mountie hat gestern einen Fisch gefangen. Oh. Irgendwann ist hier gerade fett angehoben. Ich hab vergessen, den Geschwindigkeitsbegrenzer anzumachen. Ich wurde jetzt gerade geblitzt. Wow. Ach so, ich war das selber, der gehupt hat wahrscheinlich. Wow. Weil mein Pfeil nach unten ist so ein bisschen mit dem Pfeil nach rechts gekoppelt. Ah. Deswegen. Nächster Halt, Oakstraße. Oakstraße. So, was ist hier? Kann der Typ überhaupt fahren? Oder warum steht der Reifen so komisch? Mensch, ist ja nichts los an Verkehr. Der Typ kann irgendwie nicht fahren. Ah, okay. Auf X mache ich alle Türen auf und zu und auf Kreis mache ich die Rampe. Jetzt fährt er! Er ist gerade durch ein Auto durchgefahren. Achso. 17 Euro. Er ist einfach gerade durch den... Alter, jetzt bin ich voll im Minus. Klasse. Alter, was? Ein Holz. So. Hoppala, jetzt habe ich den Motor ausgemacht. Nächster Halt, Oakstraße. Alles einsteigen. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrten. Okay, also Senior, drei Fahrkarten. Haben sie sogar passend, sehr gut. So, ich kann da nicht lange halten. Das ist eine Minus. So. Oh ja, 70er-Zone, sehr gut. Das gefällt mir. Wo bist du gerade so? Südspeicher. Naja. Komme ich ja auch nochmal vorbei, glaube ich. Weil ich habe jetzt fast die Rundfahrt abgeschlossen.
Toll, ich hätte hier nicht mal halten müssen. Aber jemand muss ja aussteigen. So, körperlich beeinträchtigter Passagier braucht Rampe. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. So, kommt der Rollstuhlfahrer raus oder muss die Rampe noch weiter raus? Ah gut, er kommt raus. Sehr gut. So, kann ich jetzt wieder fahren? Ja. Mann, will doch gar nicht hupen. Alter, ich habe jetzt 5 Minuten Zeit, um zur nächsten Haltestelle zu kommen. Mann. Das ist eine Rampe. Tschüss. Ja, das, ich habe jetzt echt so viel Zeit. Eine Fahrkarte, bitte. Alter, das musst du einblenden. Was ist denn gerade im Rückspiegel passiert? Holy shit. Ein Auto ist aber gerade in die Luft geflogen. Cool. Weißt du, schau einfach nur so ein Rückspiel, ich sehe ein Auto einfach nur in die Luft fliegen. Okay. Weiß echt nicht, wie das Auto das geschafft hat. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich muss bis 4 Uhr arbeiten. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erstmal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Ich fahre jetzt wieder zurück zur Ostspeiche. Denke ich mal. Wo musst du als nächstes gerade hin? Forschungszentrum gleich. Wiedersehen. Letzte Haltestelle. Ach, ich kann ja auch hier weiterfahren. Vielleicht besser. Konnte auch davor, jetzt habe ich aber richtig dämlich gemacht. Nächster Halt, Zellermann Forschungszentrum. So, Vorfahrt gewähren. So, wieder mal Tastatur mit zur Hilfe nehmen. So. Ich werde gleich nochmal Fahrkartenkontrolle machen. Oh, das war close. So, bleibt mir vielleicht ein bisschen Zeit, kurz was zu trinken. Prost. Gute Vanille-Cola. Ist echt lecker. Sollte man aber auch nicht so häufig trinken. Das ist vielleicht nur mein Magen, der so komisch klingt. Alter, was geht mit meinem Lenkrad ab? Ja, dance, Junge. Dance, Alter, was ist los? So, ich habe meine Fahrt jetzt abgeschlossen. Den Rest seht ihr jetzt bei Twexi. Ja, hallo. Ja, der Rest dauert jetzt ewig. Ey, hier ist eine Ampel, Quarter. Schön. Hier ist eine Ampel. Gut, Sacka. Ja. Dann rede ich jetzt mal ein bisschen mit euch, hallo. Es gibt tatsächlich Ampeln in diesem Spiel, Mensch. Das ist die erste Ampel, die ich hier sehe. So, die Frage, wann die halt grün wird. Auf jeden Fall dauert das jetzt noch. Na, jetzt. So, jetzt lenke ich mal wieder mit der Tastatur kurz. So. Ah, jetzt auch wieder Ampel. Okay. Hä? Es ist grün! Junge, es ist grün. Alter, ganz ehrlich. Okay, wenn da jetzt nicht gleich irgendwie was passiert, wenn es dann wieder grün ist, muss ich schauen, was ich mache. Weil das kostet jetzt echt viel Zeit. So. Na, guck mal, wenn ich jetzt hier meinen Lenker zum Beispiel durchdrehe, wird das passieren. Mega dumm. Ganz ehrlich, was ist mit diesem Spiel? Er fährt! Okay, er fährt sogar. Endlich. Mein Gott.
Was auch immer das gerade eben war für ein komischer Bug. Bitte, lass das nicht nochmal passieren. Ja, es war grüne Ampel, ne? Grünes Licht. Mhm. Und der Typ bleibt einfach stehen. Alter. Aufpassen, wo du hinfährst, Junge. Boah, dieser LKW kommt ja richtig gut den Berg hoch. Der LKW. Bus. Mann. So. Gleich bin ich an der Oakstraße, Quador. Ey, ist das gut? Weiß ich nicht. Ich hab doch keinen Plan, wie lange ich noch fahren muss. Ja, einer will aussteigen, okay. Nächster Halt, Oakstraße. Ist noch nicht Endstelle. Ich muss noch. Ups. Schlagloch erwischt. So. Oakstraße haben wir jetzt gleich da. Einer will aussteigen. Aber wenn du die jetzt gleich geschafft hast, die Strecke, dann können wir Werbung für unser Unternehmen machen. Nice. Oder Werbung auf dem Bus, ich weiß es nicht. Okay, OP-Zentrum. Immer noch nicht einstellen. Okay, ich muss wahrscheinlich jetzt wieder bis Ostspeich oder so zurück. Also dieser Rundkurs ist echt lang. Sehr, sehr lang. Deswegen müssen wir das unbedingt einem NPC geben. Haben wir doch schon. Ja, stimmt. So, einer wird wieder aussteigen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Nö. Gut. Ich muss wohl besser zuhören. So. Nächster Halt. Siegwalden. Siegwalden ist das nächste. Immer noch nicht Einstein. Hier End, ne? Haltestelle. Ah, hey, wir sind bis jetzt noch nicht pleite, ne? Immerhin. Das ist auch das unser Hauptziel. So, Siegweiden möchte jetzt aber einen aussteigen. Old Town, altes Sägewerk. Huch, was hat das denn für ein Leck? Hafen, Siegweiden. Ich halte so einen viel zu kleinen Sicherheitsabstand. Alter, was leckt denn hier rum? Mein Internet ist mal wieder wäschte. Sieht ja jetzt der Bus von außen aus, der Zetra. Das ist echt geringer Sicherheitsabstand. So, geht weiter. Nice. Oder auch nicht. Ich kann einfach auf neutral schalten, aber nö. Feststellbremse tut's auch. Schön wäre es noch, wenn man sich so. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ob man vielleicht. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Ey, unterbrech mich doch nicht. Irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, du unterbrichst mich gerade. Du bist auch so eine Werbeunterbrechung. So, mal kurz Vorfahrt nehmen hier. Da passiert ja nichts. Sehr gut. So, was ich sagen wollte, ob man. Alter. Ich müsste mal wohin. Geil wär's, wenn man sein manuelles Logo auf seinen Bus klatschen könnte, weißt du? Mhm. Könnte unser CDR-Logo drauf klatschen. So, jetzt steigen mal wieder viele Leute ein. So, Tag, Standard 1. Danke. So, sehr gut. Eine Fahrkarte bitte. Der auch noch, Tag, Standard. Drucken. Danke. So. Ich habe ultra Verspätung, deswegen muss ich mich beeilen. Nächster Halt, Siegwalden. Lido. So. Immer noch nicht Endhaltestelle, nächste Haltestelle. Siegwalden, Lido.
Mann, was ist denn das hier für ein Verkehr? Der Typ vor mir hört krasse Musik. Jetzt. Okay. Sperren Sie doch mal die Augen auf. Mensch, das kleine Schlagloch. Bitte. Das war nix. Möp. Einer will aussteigen. Mit der Ruhe. So. Gutes Timing. Sehr toll. So, möchte der Typ eine Fahrkarte? Nein. Sehr gut. Oh, komm jetzt bitte, Endhaltestelle. Nein. Oh, dieser Rundkurs ist so lang, ne? Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Cool. Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Quarto, bitte hilf mir, diese Strecke ist so lang. Ich weiß. Also hier müsste man sich echt abwechseln, wenn dann, wenn wir die nochmal fahren wollen. Mhm. Weil sie nochmal fahren müssen. Ja. Ich müsste mal wohin. Ja, bald kommt noch eine halbe Stelle. Ah, ich hab's gleich geschafft. Ich fahr jetzt an die Westspeiche, glaube ich. Und dann kommt Ostspeicher. Und Ostspeicher ist Endhaltestelle. Hey. Oh, was? Oh, ja. Alter, was kam denn hier auf einmal für ein Stau? Das hab ich überhaupt. Ich hab viel zu spät reagiert. Mikrofon muted. Huch. Mikrofon activated. So. Ich sollte nicht die Hotkeys 8 und 9 verwenden. Weil da habe ich mein Mikrofon. Ein TS. Alter, ganz ehrlich. Es geht ja echt nur schleppend gerade voran. Ah, jetzt. Boah. Typ. Mann. Vor allem... ja, gut. Rechts vor links. Oder so, keine Ahnung. Na los, wird's bald. Ja, Stau ist wunderschön. So, na endlich. Meine Güte. So, wird das Atom mal zu Hilfe nehmen? Eieiei. Dieser Stau hier. Das geht ja gar nicht. Also Stau kann man sich wirklich nennen, aber das ist einfach. Es ist so stockend manchmal, dieser Verkehr hier. So. Kommen wir hier durch? Jawohl. So. Gleich sind wir endlich an der Westspeicher angekommen. Was eine Tortur. Ist das dein Ernst? Was macht denn der eine hier auf dem Busstreifen? Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Alter, hier war tatsächlich gerade eben einer. Der stand auf dem Busstreifen, ne? Da wirst du doch bescheuert. Da wirst du doch echt bescheuert. Bei diesem Spiel. Danke. So, kein Problem. Jetzt machen wir noch schnell Fahrkartenkontrolle. Bei einer Person. Und der hat's mit. Ah, hier ist auch noch einer. Also, nee, die hab ich ja gerade verkündet. Ja, schön. Schön, dass das Foto von der Katze ist. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Passagier hört ziemlich laut Musik.
Mhm. So, Endstation. So, ich muss ganz kurz voraus verlassen. Boah, die geht richtig ab. Tut mir leid, ja, ja, sieht schon so aus. So. Endhaltestelle. Endlich gleich geschafft. Dann haben wir auch mal die Folge Überlänge fertig hier. Nächster Halt, Ostspeicher, Endstation. So. Bitte alle aussteigen. Zack. Und. Absolut pünktlich, danke sehr. Du hast die Strecke beendet. Kehre zur Garage zurück oder drücke End, um fortzufahren. Ich drücke jetzt einfach Ende. So. Oh Gott. Okay. 14.000 bekommen. Drei Viertel. Wir haben einen neuen Bus. Quarum. Du, ich nicht. Ja, ich hab einen neuen Bus. Oder? Und Garage. Ausgezeichnet. Schock. Ah doch, hier Line City. Genau, der kostet 240.000. Der ist jetzt aber auch größer. Nee, der hat weniger Sitze. Der Seto hat 49 Sitze und 8 Stehplätze. Der Lions hat 35 Sitze, aber 25 Stehplätze. Das heißt, der hat insgesamt 40, 60 und er hat ein paar 57. Weniger. Der Seto ist 13 Meter lang, der neue ist 12 Meter lang. Ich bleib beim Seto. Und der hat einen kleineren Wendekreis. So. 11,9 gut. Und 11,1, ja. Bevor wir das nächste machen, würde ich jetzt einfach mal so frech die Folge beenden. Mhm. Ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, ciao. Ciao.